Da ist ein Haus. Warum ist da ein Haus? Schauen wir da hin, oder? Ja, lass mal gucken. Und dann? Wer weiß. Wow! Da machen wir da mal ein bisschen Pause im Schatten. Okay. Oh oh, nicht, dass da jetzt irgendwelche Leute sind. Hola. Buenas tardes. Ist da jemand? Hola. Sieht nicht so aus. Buenas tardes. Hier ist keiner. Okay, pass auf. Oh, Schatten. Das gibt's ja nicht. Oh. Ja, das war ein Ritt, hä? Ja. Also. Was hältst du denn von Tieren? Tiere? Tiere. Inwiefern Tiere? Findest du sie interessant, oder? Oder willst du sie nur töten, oder? Nein, Tiere sind schon... Ich höre Schritte. Das war bloß ein Pferd. Oh Mann. Oh. So, Tiere. Ja. Interessant. Ups. Tiere sind durchaus interessant, ja. Wenn wir vielleicht eine wissenschaftliche Anschauung machen. Ja. Und wie genau willst du das machen? Ich hab gedacht, vielleicht machen wir irgendwie so eine Art Wissenschaft. Das heißt, wir können ja, Bob hat ja manchmal Ferngläser. Ja. Yeah. Und dann können wir Tiere beobachten. Mhm. Und dann Bücher über sie schreiben. Zum Beispiel über den Eselhasen machst du dann ein Buch, wie der Beschreibungen, wie der aussieht und was es für Exemplare gibt, verschiedene. Ja. Und den geben wir dann verschiedene Namen. Mhm. Natürlich diesen Exemplaren, wenn man die findet. Und dann kann man sich auch die Verhaltensmuster aufschreiben, sozusagen. Das heißt, wir können die über längere Zeit beobachten. Mhm. Und dann können wir schauen, schreiben wir Bücher darüber oder halt Dokumente. Und dann können wir zum Beispiel so Dokumente dann vergeben an die Zeitung und dann sagen, Eselhase entdeckt, das sind die Fakten über Eselhasen. Was ist denn ein Eselhase? Ein grauer Hase. Ah, okay. Was war das denn? Der Magen gekrummelt. Ich weiß es nicht, das kann... Okay, weg hier, bevor hier jemand kommt. Ja. Hast du auch den Hund gehört? Ja, ich höre ihn. Kommt nur von links. Vielleicht war das auch nur ein Kojote, der miaut hat oder so. Hallo Wolfkopf! Servus! Will die Facecam nicht? Nö, hier! Die hat wie immer keine Lust. Also wenn jemand von euch Zuschauern mal ordentlich Kohle übrig hat, ich bräuchte mal eine neue Kamera. Spendenlink ist in der Beschreibung, Lul. Nee, ich kauf nie wieder Logitech. Ich hab da keinen Bock mehr drauf. Da hinten ist noch ein Haus. Sollen wir da auch mal hin? Schön.
zwei Häuser. Das ist ein Bauernhof. Ah. Ja, das geht uns nichts an. Ja. Und da ist eine Kapelle. Ah, links von uns ist Armadillo. Ah. Da sind wir sogar schon wieder. Oder? Ja, da hinten ist Armadillo. Die Scheiße. Ich muss nicht dahin. No. Tolles Gotteshaus. Komm schon. Ach, Mann. Ja. Ist zugeschlossen. Ja. Okay, schauen wir zurück nach Hause, oder? Macht am meisten Sinn, ja. Hendrik, gib Gas. Hörst du mich? Gib Gas, komm. Da hinten kommen Leute. Okay. Die sind gerade auch hinter uns aus dem Gebüsch gekommen. Oh, scheiße. Ja, vier Stück oder fünf. Vier Pferde und fünf Leute drauf. So. Oh, guck mal, Wiese. Wenigstens ein bisschen. Ja, auch wenn sie braun ist. Gerade eben mal grün ein bisschen. Da hinten auch. Ja. Ah, schön. Oh. Okay. Ah, so. Sind das sogar Leute? Ja, meinst du, die Range gibt's umsonst? Nee, hey, irgendjemand muss sie ja führen. Schön. Das waren die gerade. Ah. Was stimmt denn mit denen nicht? Ne, das sind die nicht. Das sind andere. Die haben immer den Hintern drauf. Hallo?
Henry. Was denn? Red mal ein bisschen lauter. Oder hast du gar nichts gesagt? Doch. Ja, du musst schon lauter sprechen. Ich sag dir aber nicht mal den Hintern drauf. Und ich sagte, ja, da sollten wir lieber uns nicht einmischen. Ja, das geht uns nichts an. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß, oder wie ist das? Ich habe auch schon ein Wort von... Ja, so ein Sprichwort, hast du recht, ja. So ein Wortspruch. So, also, was, sag mal, was gibt es denn... Was hältst du von der Idee? Aber ich weiß nicht, ob man sowas verkauft bekommt. Das ist nämlich die Frage. Probieren kann man es auf jeden Fall. Aber wenn, es ist auch interessant. Das stimmt. Aber vielleicht gibt es auch beim Staat Unterstützungsgelder oder so. Weißt du, dass wir vielleicht sagen, ey, wir sind ja Wissenschaftler, wir brauchen ja finanzielle Unterstützung, damit wir Wissen holen. Ja. Ja, Fragen kostet ja nichts, das stimmt. Also. Hier lang? Ja. Also, wir könnten schreiben. Zum Beispiel, wir nehmen jetzt Adler. Ist ja ein Tier. Ja. Und jetzt schreiben wir da rein, wo kann man dieses Tier finden? Was sind seine Verhaltensweisen? Ja. Was frisst er? Mhm. Wie verhält er sich tagsüber? Wie verhält er sich nachts? Und das halt mit jedem Tier. Ja, es ist zeitintensiv, aber wenn man das hauptberuflich macht. Ja eben, dann haben wir aber mal was zu machen. Oder was? Ja, das stimmt. Was fällt dir für Tiere ein? Also wir haben einen Adler. Was gibt's noch? Gibt's ja diese Hirsche, diese kleinen da. Weißwedelhirsch? Genau, so heißen die. Dann normale Hirsch. Ja, Bären gibt's nicht zu vergessen. Bären. Dann Alligatoren. Stimmt, ja. Es gibt Backenhörnchen. Hörnchen? Backenhörnchen. So Backenhörnchen. Was ist das denn? Ja, ein Backenhorn. So ein Eichhörnchen. Ach so. Sag doch gleich Eichhörnchen. Ja, mir ist das Wort. Was weiß ich, wie das heißt hier? Bison. Stimmt. Kennst du diese blauen. Blauhainer? Oder wie die heißen? Das sind blaue Hühner. So große Hahn mit blau. Blaue Feder. Das sind Truthähne. Nein, Truthähne sind Truthähne. Was meinst du dann? Blauhähne. Jetzt komm halt doch nicht dauernd an, Mann. Ich bin gerade überlegen, ich weiß nicht, was du meinst. Ja, ein Blauhahn. Dios mio. Ein Bulle? Ja. Was haben wir noch? Weil ich glaube sogar Backenhörnchen und Eichhörnchen sind zwei verschiedene Sachen, oder nicht? Ich weiß es nicht. Dann haben wir Elche, oder? Ja. Hat's hier doch, glaube ich, auch in den Bergen. Ja. Dann haben wir Enten, Eulen. Pferde gibt's ja auch in der Pferde. Wildbahn. Fasanen. Ja. Gürteltiere hat's auch, aber in der Wüste. Stimmt, hast du recht. Was gibt's noch? Kojoten. Stimmt, ja. Krähen, Krabben. Wölfe. Kröten. Leguane.
Opossum habe ich auch schon gesehen. Ja, das sind alles Tiere, die wir suchen können. Ja. Yeah. Und dann gucken können und sagen, okay. Gibt's hier und dort, der macht das und das, frisst das und das. Klingt interessant, ey. Könnte man richtig viele Bücher schreiben. Wenn man das dann die Leute geht, ordentlich Geld verdienen. Ah, dann könnten wir vielleicht ein Naturkundebuch machen. Ah, ein Naturkundebuch? Weißt du, wie ich meine? So was in der Art. Ja. Das wäre doch interessant. Da könnten wir noch Baumarten und Pflanzen. Weißt du? Mhm. Einfach schon die Natur. Und dann bräuchten wir auch keine Waffen mitnehmen. Das stimmt, nur wenn wir mal jagen gehen oder so. Ja, super. Aber weißt du, ich bin ja fast dafür, dass man Tiere nicht töten sollte. Aber ja, ich habe auch schon genug umgebracht. Ja. Dann könnte man... Oh, das ist interessant. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Was denn? Wir könnten vielleicht eigene... Was ist das denn? Ein Stinktier? Warte! Nicht! Dios mio! So, was bist du? Ein Streifenskunk oder was ist das? Ein was? Ein Streifenskunk. Ein Weich. So, das nehmen wir jetzt mit. Das ist, ja, das ist doch, warte, das sieht aus wie ein Stinktier. Ja, das ist ein Streifenskunk. Ein Stinktier mit Streifen. Ja. Schön. So, das nehmen wir mit und dann können wir darüber schreiben. Ja. Schön. Ihr wisst noch nicht, was es frisst, aber... Ja, dann tun wir es essen. Hey, wieso ein geiles Steak? Da sage ich nicht nein. Ja, das ist richtig. Ich auch nicht. Und wenn wir bei Bob vielleicht Ferngläser bekommen, dann können wir auch von der Ferne Vögel beobachten und so. Ja, das stimmt. Und dann könnten wir halt eine Waffe mitnehmen, zum Beispiel eine... Keine Ahnung, eine doppelläufige oder sowas. Ja. Dass, wenn ein Bär kommt, dass einer auf jeden Fall bewaffnet ist. Ja, auf jeden Fall. Oder wenn überhaupt jemand kommt. Schön. Gut, dann schauen wir mal, vielleicht ist Bob zu Hause. Ja. Oder halt in seinem Laden. Ich weiß ja nicht, wo der wohnt. Oh, warte mal, stopp! Was ist das? Eine gute Frage. Das ist aus wie Weißwetter hier, Spock. Meinst du, ich krieg die mit dem Revolver? Ja, sehr schwierig. Bleib du da. Nicht einmal getroffen. Hat gut geklappt, oder? Nicht einmal getroffen. Ja, sehr gut. Ja, ich muss den Revolver mal einstellen lassen, der ist komplett fertig. Oh, Mann. Apropos fertig, ich hab Hunger wie Schau. Ja, mein Magen krummelt. Oh, das war ein Schuss. Mein Magen krummelt auch langsam. Schön. Immer was futtern gehen irgendwo.
da links sind Leute. Ja. Lass mich lieber mal in Ruhe. Schön.